Der FC Basel spielte gegen Thun von allem Anfang an überlegen, ging aber erst in der 34. Minute durch Benjamin Huckel in Führung. Erst nach 37 Minuten zeigten die Thuner eine erste Angriffskombination. Andrist traf herrlich zum 1:1 in der 38. Minute. In der 43. Minute verwandelte Alex Frey einen Foulpenalty zum 2:1 Pausenstand. Die Basler begannen die zweite Halbzeit genauso, wie sie die erste aufgehört hatten, mit Angreifen. Jacques Suat zu Granit Xhaka und direkt abgenommen zum 3:1 in der 53. Minute. Freistoß direkt zum 4:1, zum 26. Meisterschaftstor von Alex Frey. Jacques Suat mit einem weiteren schönen Zuspiel auf Shaqiri und der nützte seine Wendigkeit und seine Schusskraft zu einem weiteren herrlichen Treffer zum 5:1 Schlussergebnis.